Und dann heute halt doch bei mir ein, zwei Bemerkungen zu Bill Kaulitz, dem ehemaligen Tokyo Hotel Sänger. Und jetzt auch zu den Pagern und Walkie-Talkies, die im Libanon explodieren. Habe ich lange überlegt, mache ich über Staatsterrorismus einen Beitrag. Staatsterrorismus ist Staatsterrorismus. Es werden dort Leute exekutiert, die keinem Richter vorgeführt worden sind. Allerdings muss ich das auch verbinden, diese ganze Thematik, schmerzhafter übrigens, mit persönlichem Hintergrund. Denn ich war 14, 15, da wollte ich schon aus Deutschland auswandern. Und die linken Trolle unter euch mögen denken, na, das war ja eine gute Idee. Und so Traumziele waren Irland, der Libanon. Der Libanon allerdings wurde schnell zu einem Albtraumziel, denn ich erinnere mich noch lebhaftest an diese Bilder von Journalisten und auch Kämpfern da, die mit Helmen und schusssicheren Westen durch die Straßen hechteten, damit sie nicht von irgendeinem Sniper da mit Kopfschuss aus der Welt befördert werden. Und es war vorher, deshalb war es auch mein Traumziel immer, das Paris des Nahen Ostens. Und das ging schnell zu Ende. Deshalb habe ich hier auch mal ein paar Bilder dran gehängt, aus dieser Zeit, als der Libanon von Christen regiert, noch lebenswert war. Und das mal so als Kontrast zu dem, was da mit Hezbollah, explodierenden Pagern und anderen Sachen passiert. Und ich hoffe inständigst, dass diese Welt irgendwann mal zu uns zurückkehren wird. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel very real. Take my heart.